Und damit willkommen zurück bei Elex. Nach dem letzten Mal habe ich unsere Attribute mal gesteigert, und zwar auf 53 und 53. Ganz einfach deswegen, weil wir damit unsere Waffe wieder aufbringen konnten, nämlich das Kettenschwert diesmal. Also immer Kettensäbel, Kettenschwert abwechseln. Nächstes Mal das Kettensäbel mit 57, 57 dran, wenn ich es möchte. Und da habe ich halt auf einmal von Kettensäbel der letzten Stufe. Moment, wo ist es? Hier, 49 auf 60. Das ist schon ein ganz schön krasser Sprung, finde ich. Ich habe unsere Plasmapistole verbessert. Die können wir jetzt mal kurzzeitig nicht nehmen. So eine Alternative, da brauche ich 57 geschickt. Das kriege ich durch die nächste Stufe. Da machen wir auch schon 58 Schaden. Des Weiteren habe ich jetzt zwischendurch mal den Kriegsbogen ausgerüstet, der 60 Schaden macht, weil wir jetzt auch die Attribute erfüllen. Ja, und ich bin nochmal hier schnell hergegangen zum Lager dieser Verlassenen und habe mal versucht, gegen die etwas stärkeren Gegner zu bestehen. Und ja, da muss man jetzt noch bessere Rüstung haben, um da wirklich gut weiterzukommen. Aber ich hatte hier noch hinten einen kleinen Mineneingang entdeckt. Ich würde da mal reingegangen, wollte deswegen jetzt gleich die Aufnahme hier wieder starten lassen, damit wir nicht da irgendwas, ja, sehen. So, es ist das Slugbest hier, nehme ich an. Patrouille. Das sieht aber auch sehr technisiert aus. Das Gesicht. Patron. Ist das ein Eigenname jetzt gewesen? Oder ist das direkt, heißt er so? Guckt mal hier auf den Käfig, die hier abhängen. Und Hauch des Todes. Exitbeutel, kleiner grüner Stein. Ich würde diese Folge jetzt mal ein bisschen noch ein paar Gebiete, wo wir davor immer nicht so weiterkamen. Und jetzt die Revanche, dass wir das dann dort vielleicht weitermachen können. Oh, hier ein Stuhl, festgeschnallt. Hier wurde definitiv gefoltert. So. Wir haben gekriegt Hauch des Todes. Schadenstyp Eis. Ja, 87 Schaden, aber guck dich mal die Konsti-Voraussetzung an. Man fand sie in den Bergen von Baisk-Zarkor. Bislang ist ungeklärt, weshalb sie immer die Kälte der Eiswüste in sich trägt. Und noch immer. Wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich über? 6 Stück, okay. Die Leiche, ja. Okay, also wie gesagt, wir machen nochmal mal ein paar Sachen, die wir davor noch nicht konnten. Das wäre zum einen hier drüben noch die beiden Behausungen, die wir bisher noch nicht durchgeguckt haben aufgrund der Giftspinnen. Können wir eigentlich erstmal schnell selber machen? Was das früher wohl mal war? Zwei Schläge, geil. So, wir müssen nach Osten. Ach, da fällt mir ein, wenn wir jetzt einen starken Krieger suchen, können wir da eigentlich mit unserem Berserker-Anführer reden? Und wir wissen ja, dass der hier ist. Ist ja noch immer nicht gesprächsbereit und greift uns an. Also speichern wir mal lieber, bevor wir ein Gespräch mit ihm gehen. Vielleicht ist er wieder ein bisschen ungehalten. Ich hab. Hier zeigen! Okay, nee. Hätte ja sein können. Wir suchen doch gerade für Ignaton diese Offensive. Starke Truppenkommandanten, und da wäre er natürlich auch eine Wahl gewesen.
Aber naja, war nur so eine fixe Idee. Ja, ein Schild konnten wir jetzt kein besseres nehmen. Und ja, wie gehabt. Wir haben keine bessere Rüstung. Ich glaube, das ist echt die beste Rüstung, die man. Also jetzt. Vielleicht gibt es noch irgendeine Spezialrüstung, aber die müssen wahrscheinlich gut versteckt sein. Aber ich glaube, das ist echt dann. Ja, das geht noch nicht. So, die Frage ist, wir können ja trotzdem genauso viel Schaden wie zuvor auch durch das Gift. Wir können jetzt einfach nur mehr Schaden machen. Das heißt, wir sollten schnellstmöglich die Schulden erledigen. Das sind jetzt viele Spinnen. Haben wir da schon ein Haus schon ausgenommen? Ich glaube keins, oder? Bei Waisenhäusern das Problem. Mit der Menge an Gegnern. Irgendein Gegner ist bemerkt. Wahrscheinlich genau auf der Klippe. Okay, dann noch was mit den anderen. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wir werden also dann feststellen, anhand des Tagebuchs, was hier abgegangen ist. Das war zwei Eigennamen, Zyr und Ulfa. Uiuiui. Zwei Berserker, die abgestellt waren zur Wache. Gegen oder für irgendwas? Wir lesen gleich doch nicht mal Angst. Zu einfach. Jägerhelm. Ach, drei, den haben wir glaube ich auch nicht. Und blauer Stein. Boah, das kriegen wir dann mehr. Zugeschissener Stein. So. Hier haben wir den. Vier Schläge brauchen wir einen Kritter. Tja! Treffer 2. Den Steg sind wir auch schon mal lang gegangen. Okay. Ich war gerade ein bisschen entsetzt, dass wir so viele Schläge für diese Spinnen brauchen. Für 60 XP. Mehr als beim Wühler. So, als Nummer 1, wir haben jetzt eine neue Rüstung. Und zwar diesen Jägerhelm. Das haben wir jetzt alles im Schachterhelm, Schrottsammler. Wir haben jetzt alles jeweils zweiten. Ja, nicht schlecht. Also, und hier haben wir noch irgendwas gekriegt, Truppschlüssel, genau. Und hier bei den Anleitungen schon irgendwelche Tränke. Richtiger Mana-Trank. Die Audio-Logs von Rocket Beans. Ich habe jetzt übrigens nochmal geguckt, Pen and Paper hieß es natürlich. Das ist natürlich auch dämlich, natürlich hieß es Pen and Paper. Ich meine, so ist auch mal genannt, wenn man das spielt. So, wo ist es denn?
Ja, schau mal. Vorschauen. Ulfars Tagebuch. Tagebuch des Verbannten Berserkers Ulfar. 2 Monate. 2 Monate bin ich jetzt schon verbannt. Ich merke jeden Tag, wie sehr mir das alte Leben fehlt. Warum nur musste ich aus Goliath geworfen werden? Bestimmt trägt man es mir noch immer nach, dass ich vor etlichen Jahren mit meinen Leuten vor Xarkor gescheitert bin. Aber es war ja nicht meine Idee, dieses dumme Weltenherz ausgerechnet vor der Haustür der Alps zu platzieren. Und jetzt schreibe ich diese Zeilen und frage mich, ob das der Lohn für all die Mühen sein soll. Zum Glück ist Zier ebenfalls verbannt worden. Auf ihn konnte ich mich schon immer schon verlassen. Irgendwas stimmt mit Zier nicht. Er ist ein guter Kerl und war nie für längere Zeit außerhalb Goliaths. Auch wenn unsere Lage übel ist, brauchen wir einen kühlen Kopf. Leider scheint er das nicht zu begreifen. Es schrete ihm mehr Mut ein. Okay, langsam reiß. Ich habe die Lebenserfahrung und er nichts. Dieser Hitzkopf versaut noch alles. Mitten in der Nacht macht der Idiot ein Feuer an und bringt uns in Gefahr. Als ich ihm gesagt habe, es könnte gleich ein riesiger Fall aufstellen, der auf unsere Position zeigt, hat er mich einen alten Schisser genannt. Mich. Ich habe meine Waffe nur noch am Mann, denn die Luft ist so dick, dass man sie in Scheiben schneiden könnte. Vielleicht sollte ich auch einfach... Oh, oh. Was ist denn hier Feines passiert? Das hier ist Tagebuch. Ich bin vor ein paar Wochen zusammen mit Ulfar aus Goliath geworfen worden. Angrim ist nicht entgangen, dass ich nebenher noch meine eigenen Geschäfte abgewickelt habe. Tja, was ist mir sein bester Mann? Dann nur noch eine Nummer auf der Abschlussliste. Ulfar ist zwar der alte Sack, aber er hat Lebenserfahrung. Vielleicht wird es hier draußen ja nicht so schlecht, wie ich dachte. Jede Nacht raschelt es draußen, so man hört ein Knurren. Ich werde hier noch wahnsinnig. Habe Feuer gemacht. Ulfar war unzufrieden. Mir scheißegal. Außer seinen Lebensweisheiten kann er draußen sowieso nichts Wertvolles beitragen. Der Typ geht mir immer mehr auf den Sack. Wer den Mund aufmacht, kommt nur Mist dabei heraus. Schneide ihm die Zunge ab. Dann ist Ruhe. Uiuiui, da ging es ja bei den beiden ganz schön ab. Von Freund zu Feind. Und genau das meine ich bei dir bereits. Warum habt ihr solche Geschichten gerade in Gnadon, wo ich jetzt war? Diese Wohnanlage nicht deutlich schwer gemacht. Also, da war es ja echt rar gesehen bisher. Ich hab das gesehen. Schaut mal an. So, die haben sich gegenseitig. Vielleicht hat er versucht, ihm die Zunge rauszuschneiden und dafür hat er jetzt mit der Axt zugeschlagen. Ich würde echt sagen, die haben sich gegenseitig umgebracht. Tja, jetzt können wir gleich mal schlafen. Das ist kostenlos hier. Hallo, schlafen. Schlafen. Leichen und sind doch in den Schlafen oder was. Gut, dann müssen wir drüben noch irgendwie den Feind besiegen. Wer immer das war. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Schutter. Achso, genau, hier war ein Häscher drin oder ein Verlorener, ich weiß nicht mehr. Wir waren doch einmal schon drin gewesen. Wir wollten uns gerade umgucken, da sah ich aus dem Augenwinkel, dass da jemand stand. Stimmt. Ich weiß nicht mehr. Na gut. Wieso denn? Oh, wie diese Geschütze. Okay, hier sehe ich mal wieder, jetzt findet man auch normale Becher, wie ich es erwarten würde halt. Nicht diese Holzkrüge, die wir hier ab und zu haben. Ach, schon wieder ein Zettel, sehr gut. Weißt du, das ist genau das. Warum in Ignaton? Da gibt es auch so viele. Klassisch haben wir auch schon. Welche ist das jetzt? Die hier. Lebewesen. Also meine erste Brille, die ich durch Taschendiebstahl gekriegt habe. Elex, Becher, Becher. Ich gucke uns dann gleich einen nummerierten Zettel an. Gerade auch weil das halt so eine Region war, so eine Kleinstadt-Tum. Da hätte man doch durchaus irgendwas basteln können. Bin ich der Meinung. Aber naja.
Ring des Kampfes. Ist das der, den wir schon haben? Ne, ist ein neuer. Angriffsstärke plus 5. Ach, wir können also jetzt Gesundheit und Ausdauer gegen Angriffsstärke noch austauschen. Okay, das ist auch nicht verkehrt, wenn es uns mal rappelt. Okay, hinten ist noch ein Tresor. Hier mal wieder ein Skelett. Kein Langweilt auf der Lese. Ein paar Flaschen. Hat sich nicht mehr rausgetraut, bestimmt. Und ist dann hier verhungert. Obwohl, er hat ja genug Zigaretten gehabt. Muss man ihm mal lassen. So, was haben wir denn? Nummeriert Zettel auf einen 1. Gibt's nicht mehr. Nummeriert, also mit N. Nummerierter Zettel 1. Alter Zettel aus einem Wohnhaus der alten Welt mit einer Nummer 7. Ach, dafür kriegen wir wieder XP. Ich grad hier einen Zettel müssen. Kriegt man denn da einen Zettel mit einer einzigen Nummer? Wir sind schon mal eine 7 ist drin. Größe kann nur 9 sein. Hallo, ich will hier runter. Geht doch. Und die Belohnung, wer tut in sein Tresor Klopapier? Na gut, okay. Vielleicht ist den so wichtig. Gut, damit haben wir das hier abgeschlossen. Und die beiden Häuser. Das hatten wir schon. Doch, hatten wir ja. Hier haben wir die ganzen Ruinen gemacht. Das Lager haben wir, das heißt wirklich hier. Und das fehlt noch, das Große. Oder hier hinten halt noch wahlweise. Also ich glaube, irgendwas von den Hütten war noch mit Gift gefüllt. Kann auch eine von den Hütten hier gewesen sein. Da müssen wir irgendwann mal rein. Und hier ist diese Wernlage auch mit Gift voll. Ich habe keine Ahnung, wie schnell man hier irgendwie gut Giftresistenz kriegt. Ich würde sagen, dann machen wir das vom Gelände noch schnell. Tut uns ja nicht weh. Ich weiß nicht genau, was das an Fischern waren alles, aber wird schon machbar sein. Ich glaube, die Hütte hatten wir schon gemacht. Bin ich mir relativ sicher, okay. Kritter und ähnliches läuft hier rum. Den Tresor hatten wir schon. Und denn? Erstmal Kritter. Der Raptor. Das ist ein normaler. Reichlich, geil. Na gut, die sind nicht sehr stark. So, das sehen wir schon. Wir können uns eigentlich mal schlafen legen. Also auch definitiv der Tipp, auch in Gothic und diesen Spielen. Wenn ihr irgendwo so ein Bett seht, legt euch schlafen. Das kostenlose... die kostenlose vollständige Heilung, die ist echt Gold wert. Wenn sie was kosten würde. So, da hinten sind wir. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Jetzt finde ich natürlich, jetzt rede ich von Betten, finde ich nichts mehr. Das ist schade. Oh, gruselig. Geht auf. Los! Komm mal, Leute, das wird spannend. So lebe ich das hier. Sein ist hier schon relativ geil. Boah, ich glaube, es waren Altgothic-Spiele ja auch ganz toll. So ein Schattenwölfe da, aber war schon sehr imposant.
wissen, da wollte man nicht so oft mit so einem zu tun haben. Really, das ist ein Gift. Okay, deswegen kann man hier also nicht viel machen. Und die Bodenplatte sagt aus, man kann eigentlich noch runter. Okay, dann gucken wir mal, wie weit wir in das Haus jetzt kommen. Hier diese beiden Anlagen anschauen, scheinbar. Die andere ist mit Gift etwas schwer. Sagen, wir gehen in die Asteroide rein. Ja, definitiv, wie man sehen kann, man hier einen Kellergeschoss. Die drehe ich immer wieder. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich hier brauche. Schlimm wäre es, wenn. Sowieso vor wenn pro Schloss automatisch niedrig komplett verbraucht werden würde. Also ich rede nicht davon, dass da irgendwie beim Abbrechen einer gebraucht wird, sondern direkt wenn man ein Schloss anfasst. Das ist das Verbrauchsmaterial in erster Linie und dann halt wird eine Fertigkeitsprüfung gemacht, wie gut man halt in diesem Minispiel ist. Das wäre schon ein bisschen anstrengender. So, wie kommt man denn hier hinter? Kommt man allgemein hier runter? Was ist da hinter der Wand? Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Gucken die Blutsporen hier. Vielleicht können wir was öffnen. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht gibt es da ein verstecktes Fach oder was auch immer. Aufzeichnen. Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer noch Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Um Sonden ins All zu schießen, brauchen wir solchen Mist nicht. Ja, aber gut, dass sie es gemacht haben. Weil spätestens jetzt hätte man solche Sachen gebraucht. So, kommt man hier noch weiter hoch? Oder sollte man hier noch weiter hochkommen? Da oben ist irgendwas auf dem Dach. Ist das nicht wie immer eine Leiter? Ja. Und nein. Das ist zu hoch, da komme ich nicht hoch. So, ohne weiteres. Na gut, aber man käme vom gegenüberliegenden Dach da drauf. So ist aber noch die Frage, wie kommt man denn hier? Ach guckt, wir müssen in den Nachbarraum gehen. Okay, das ist die Rätsellösung. Nur teilweise, wir können trotzdem nicht alles hier. Der Ecke, na gut, vielleicht sagt uns das noch was aus. Wir gucken mal ganz schnell vor, wie weit wir kommen. Vor Gift wieder
Gefährliche Gegend. Okay. Gift macht erstmal nichts. Dort drüben sind irgendwo jetzt die fetten Viecher. Ja, das ist halt immer die Frage, wie weit will man da Leute verantwortlich machen, die halt für einen Konzern arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ist ja nie tendenziell böse, dass da irgendeiner, keine Ahnung, innerhalb seiner Verhältnisse halt versucht, irgendwas aus sich zu machen. Und wenn es ein Jobangebot ist, dann wird er einen Teufel dran tun, diesen Job, das Jobangebot zu verteufeln. Das ist ein Doppelkoppel gerade erscheint, aber so ist es nun mal. Kann auch an vielen Stellen irgendwelche. Na, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, nee, das führt nur zu Diskussionen. Aber soll sich immer vergegenwärtigen, was würde man selber so tun in einer Situation, wo es darum geht, die eigene Haut zu retten, Geld zu verdienen und halt vielleicht für seine Familie einen gewissen Standard zu sichern, den man von denen gern leben lassen möchte. Ich würde behaupten, da würden viele in solchen Situationen ähnliche Sachen machen. Auch bei Infinite Skies. Im Nachhinein sind die bestimmt hier die böse Organisation gewesen. Aber vielleicht vorher. Tja. So, gibt es hier noch irgendwie was, eine Zwischenebene, wo wir hoch können? Weil das ist ganz schön hoch. Also, wir können natürlich hier über die ganzen kleinen Absperrungen klettern. Wenn das das Ziel ist. Das ist echt das Ziel. Ach, mich stört eher, dass es hier unter uns so viel gibt. Ich zurzeit einfach keine Ahnung habe, wie wir runterkommen. Wobei das Blut uns sehr verdächtig war. Hier an der Innenecke. Moment. Ja. Kann man doch nicht drücken, oder? Einschlagen, sieht das recht nicht. Die Augäpfel. Nö, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist auch eine Quest, die wir später nochmal kriegen. So, na gut, dann wollen wir mal aufs Dach gehen. Das schaffen, aber obwohl vielleicht ist es von hier sogar möglich. Moment, muss ich mal kurz gucken. Ja, das ist möglich. Das ist möglich, wenn ich mich nicht zu dumm einstelle. Und für was? Für ein bisschen Metallschrott. Okay, rein sehe ich, ist alles gut, schnell alles zurück. Und da kommen wir nicht hoch. Auch so schön ausgespielt. So, guck mal da drüben die Stühle. Schau mal runter. Das Radio. So, und so kommt man das andere Dach hier. Okay, super. Ups. Alles. Da waren wir gewesen, oder? Jetzt hast du wohl noch was liegen.
Das war jetzt die Halle, die so relativ leer erschien, richtig? Ja. Besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Leute, wie viel Schaden wir machen. Ja, ist das geil. Und der Schwanz guckt durch die Wand. Das klingt irgendwie seltsam. So, was haben wir denn hier noch? Wahlweise würde ich sagen, unter uns. Ich sollte vor allem bald mal ein Bett finden zum Pennen. Da hängt noch etwas dran. Vier Häuser. Teil 9. Das Bild 9. Ach, guck mal, das kennen wir doch. Da haben wir doch auch eins entdeckt. Ach, die Bilder führen vielleicht zu diesen Kartenstücken? Kann das sein? Was dann natürlich die Häuser jetzt Rätsel noch sind. Das weiß ich noch nicht, aber das kann ja alles noch kommen. Ein Hammer. Ist das groß? Ist das groß? Mal was mir hinten die Räume fertig. So, hier kommen wir rein. Der Schwanz zeigt den Weg und hier geht es eine Etage tiefer. Wir bleiben erstmal auf der Etage. Ja, kleiner Bruchstein. Und demnächst wieder überprüfen, ob wir schon wieder was zusammenwerfen können. Da oben ist noch was. Okay, das testen wir gleich mal. Wir wissen ja auch nicht genau, wie jetzt das ablief hier mit Infinite Skies. Ich habe diesen Meteor angezogen. Warum auch immer. Wer weiß, was die da noch damit zu tun haben. Vielleicht erfahren wir es. Vielleicht auch nicht. Wissen wir ja nicht. So, dann können wir mal gehen. Metallschrott. Der Weg ins Unterirdische würde mich viel mehr interessieren als ins Oberirdische. Wieder ein Lager, wo wir nicht wissen, wer hält das Lagerfeuer an oder am Brennen. Aber hier können wir mal pennen wenigstens. Nicht gut. Gar nicht gut. Warum denn, Kaya? Und noch mehr Maschinenteile. Jetzt mal hier Metallschrott. Okay, war jetzt nichts Atemberaubendes. Gib uns nochmal eins. Naja. Geschenk dir nicht mal. So, okay. Jetzt haben wir das gemacht, dann gab es noch unter uns wieder ein bisschen was. Sollte man dort rüber? Ne, da kam ich von.
Narkoseraum, da haben wir alles. Die Aufzüge lassen wir erstmal. Das ist eine Waffe definitiv. Weltraumforschung? Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken. Ist das die Reporterin wieder? Hier, ich hab mich hier vor irgendwie nichts. Bis auf der Etage. Der leitende Wissenschaftler muss verschwinden. Er hat das gesamte Projekt mit seiner Offenbarung gefährdet. Wir werden jetzt alle Bemühungen auf das Shuttle setzen. Der leitende Wissenschaftler hat... Ist damit etwa dieses Kalan? Der Kalan-Mythos gemeint? Hier ist ein Wühler. Ne, was ist das? Rottmarsch. Richtig groß. So, dann sind wir hier wieder draußen. Ah, das war das Gift gewesen. Alles klar. Vielen Dank. Und diesen Fackel habe ich nicht wieder gefunden. Jetzt könnte man hier hintergehen. Lohnt sich das? Ich kann auch wieder eine halbe Ebene nach oben gehen. Oh, gruselig. Und finde ein Stasis-Dualhammer. Ich muss zugeben, ich habe nicht meine zwei ziemlich starke große Waffen genutzt. Ich bin nicht so der Freund von solchen Teilen. So, wir kommen hier nicht. Doch, hier weiter. Schon wieder gerade atmen gehört. Das ist bei der Treppe.
nicht weiter nach unten. Uns gesehen hatten von oben. So, gibt es noch was Schönes? Das ist zu. Und hier oben waren wir, alles klar. Okay, hätten wir das entdeckt. Hier könnte man jetzt runterspringen. Ich würde jetzt gerne mal die Treppe hochgehen. Dann wissen wir erstmal alle Wege für nach unten sonst. Ja, rotes Licht. Ich glaube, der Aufzug wird nicht so schnell funktionieren. Wieder hier oben, wo wir auch schon waren. Sehr cool. Und zwar ist es gerade hier, wo... Ach, hier, Schwanzi. Okay, also über die Anlage kann sich echt keiner beschweren. Die ist schön. Schön groß. Vorne liegt noch irgendwas. Wir wissen, wir müssen jetzt noch die Treppe runter, die kleine Treppe. Und die war hier hinten gewesen. Ich weiß gerade nicht, wer das bekannt. Trotzdem mal ganz kurz sagen. Die Geräusche. Ist gerade Echo oder sind das gerade... Viecherstecher singen. Ah, ich muss eigentlich die Folge jetzt mal beenden. Die ist viel zu lang. Na gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal gucken wir uns hier unten ein bisschen genauer um. Und demnach bis zum nächsten Mal. Tschüss.